Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Sofa Crew. Ja, ihr seht mich heute mal mit meinem kleinsten Account hier. Ah, was heißt kleinster Account? Der ist auch schnell gewachsen hier mit 4 Bauarbeitern. Und ihr seht das, ich habe auch schon wieder ein paar Juwelen gesammelt. 522, also nochmal so 1448 dazu. Und ich habe den 5. Bauarbeiter. Und ja, in so einer RH6 Base, da hat man nicht wirklich viel zu tun, habe ich festgestellt. Denn meine Forschungen sind bald durch hier, nur noch den Mauerbrecher und dann noch den Heilzauber. Ich weiß gar nicht, auf welchen Level der geht, ob der noch auf 3 geht, muss ich mal nachschauen, aber läuft auch nur einen Tag. Im Gegensatz dazu läuft hier bei Rathaus Level 6 die Defense sehr, sehr lange und ja, ihr seht das, ich bin maxed out RH5 gewesen, habe also echt gewartet, bis die Lager hier alle auf 10 waren, denn die gehen dann erst wieder auf 7. Überhaupt ein Level dann weiter. Prügel jetzt auch aktuell die beiden hier hoch und ihr habt das gesehen, ich habe mir den Heiler schon freigeschaltet. Das heißt, eine Kaserne habe ich jetzt schon auf letzten Status. Ist das der letzte Status? Ja, ist der letzte Status. Danach kommt schon die Drachenkaserne und dann hier noch eine Kaserne. Also ich lasse den Bob hier jetzt frei, der macht dann danach die Kaserne, dann habe ich sie alle durch. Und mit den beiden hier mache ich einfach die Lager weiter. Also so gehe ich hier so ein bisschen vor. Und habe dann, glaube ich, noch einen Bob dann frei. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, das ist er hier. Ja, der prügelt schon mal ein bisschen die neue Defense hoch. Und habe also ganz zu Anfang tatsächlich hier erstmal die neue Defense rausgebracht, die neuen Mauern rausgebracht. Ich habe mir noch keine richtige Base gebaut. Und habe dann die Burg gebaut hier und natürlich die Armeelager ganz, ganz schnell. Das heißt, ihr seht, ich habe 150 Truppen. Ja, und muss aktuell so ein bisschen was nachfarmen hier. Das machen wir heute auch und trotzdem zeige ich euch natürlich noch aus den aktuellen CK hier so ein paar Kämpfe und habt ihr es im Thumbnail gesehen, so ein Hawk Rider, der kann hier richtig Gas geben. Ich habe jetzt noch einmal diese Armee ausgebaut, weil mir fehlt so ein bisschen das Elex, muss ich sagen, weil ich eine Kaserne etwas verfrüht angestoßen habe. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich so gut wie gar kein Elixier mehr hatte. Und hier wollte ich jetzt zumindest diese Armee hier, das war auch meine Klankriegsarmee. Ich habe also extra so lange gewartet, bis meine Heiler fertig waren. Und ja, damit geht dann schon so ein bisschen was. So will ich es mal sagen. Habe auch noch ein paar Riesen der Clanburg. Cooler Clan hier. Und muss ich mal sagen, ich parke den Account hier so ein bisschen, denn er ist für unsere Clans leider ein bisschen zu low. Daher, oh, der hatte hier schön viel Elex und ich brauche ja im Moment ein bisschen Elex. Ich würde sagen, den nehmen wir auch. Der hat auch erst einen Minenwerfer. Hier hat da hinten die Luftabwehr. Dann gucken wir mal, ob er was in der Clanburg drin hat. Ah, hat er nicht. Das ist cool. Dann gehen wir hier mal, denke ich mal, über den Minenwerfer hier rein. Denn ihr seht das, ich habe so ein bisschen nur Barge dabei. Also nur Bogies. Und dann sollen die jetzt erstmal den Minenwerfer hier machen. Dann kann ich mit den Truppen hier jetzt so ein bisschen nachkommen. So geht das schon mal ganz gut. Hier überall mal so ein bisschen ein paar gesetzt. Und dann geht das hier auf jeden Fall Richtung des Elex. Ja, ich könnte die Riesen hier jetzt auch nochmal heilen. Das mache ich nochmal. Wir heilen die einfach nochmal ein bisschen zusätzlich. Schadet ja nicht. Zu viel Heilung schadet nicht. Zu wenig ist dann zu wenig. Und das sieht aber ganz gut aus. Die kriegen ja gleich sowieso dann den Beschuss von der Luftabwehr. Aber mal sehen, ob wir hier mit unseren Bogidamen nicht so ein bisschen weiterkommen, dass die ein bisschen rumgehen jetzt und die Türme hier wegmachen. Wenigstens den Bogenschützenturm noch. Ja, der geht auf jeden Fall weg, denn die Luftabwehr, ja, die schaffen wir nicht. Mal sehen, meine Riesen, ja, sind schon auf 3 und ich habe immer noch einen Heilzauber. Das ist natürlich nicht schlecht, den will ich auch, den brauche ich nicht verbraten, glaube ich. Ich glaube, den brauche ich nicht verbraten, denn ich habe nur noch Punktschaden hier in der Base drin und die 3 haben wir natürlich. Also mal ein bisschen rumgefahren hier auf Rathaus Level 6 ist ja für mich auch sehr, sehr ungewohnt, aber das hier wird mein neuer Chief. Das heißt also, wenn der dann irgendwann soweit ist, dann
geht der Chief auf 9 und er hier ist dann der neue Chief. Oh shit, da hat's die ganzen. Ah ja, ich schaff's da doch nicht. Ah doch, ich schaff's. Oh, gerade so. Ich bin auch gar nicht auf 3 Sterne hier aus, aber das Elex war jetzt schon ganz nett und ich habe jetzt auch Bartsch hinterher ausgebildet. Das machen wir jetzt auch weiter, glaube ich. Ja, das machen wir weiter. Und an Zauber habe ich jetzt nur den, dann nehmen wir den mal nach. Aber ich habe jetzt, glaube ich, ja, den alten habe ich noch drin. Das macht nichts. Wir legen gleich wieder los. Mal sehen, ob wir noch 2 Sterne irgendwo holen hier. Dann haben wir nämlich auch einen Bonus eingefahren. Also mal so ein bisschen RH6 rumgefahren hier mit dem Toto. Wie gesagt, ist ja schon selten, dass ich überhaupt mit dem Account hier mal irgendwas aufnehme. Aber ich dachte, ist mal an der Zeit. Ich halte euch mal ein bisschen up to date. Was macht denn der Toto noch? Langweilt sich da mit seinem RH10, weil er da nur noch forschen muss. Zu bauen gibt es da gar nichts. Die RH9er machen nur noch Helden. Da gibt es auch nichts zu tun. Also nehmen wir uns doch einfach mal das RH6er hier und rocken hier so ein bisschen die Bude. Also wirklich rocke ich ja jetzt nicht. Oh, der ist schick, den nehmen wir mal mit hier. Den nehmen wir mit. Da ist auch noch ein 5er, hat nur einen Minenwerfer. Das tut dann nicht ganz so weh, meinen ganzen Truppen hier. Ich habe jetzt keinen, ich hätte jetzt die Riesen dabei, aber die kommen sowieso nicht bis zum Minenwerfer. Ich habe keinen einzigen Mauerbrecher dabei. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. So, Clanbook hat er nicht, das ist schon mal gut. Dann gehen wir hier mal bartschmäßig rein, würde ich sagen. Und setzen hier jetzt mal mit der Maus, ja. Batschen geht eigentlich mit der Maus ganz gut. Alle anderen Sachen, ja, sind ja eher, ja, ich will nicht sagen hinderlich, aber der hat hier natürlich jetzt alles in den Lagern und wir müssen wenigstens so an 2 Lager rankommen. An 2 Lager, das reicht. Wir kriegen hier sicherlich nicht alles hier aus der Base. Dafür macht uns der Minenwerfer dann doch ein bisschen viel Schaden und ich will meine Riesen jetzt auch nicht verbraten. Na, mal gucken, kriegen die den Minenwerfer da in der Mitte? Na, die Bogenschützin? Na komm. Er kann ja nicht alle jetzt schaffen. Jawohl, die schaffen wir. Ah, das ist super, das ist super. Und wir haben schon ein bisschen mehr Lager hier geholt, als wir geplant haben. Okay, Bogenschützenturm hier noch. Okay, der ist auch weg. Hier hinten geht noch eine ganze Meute, aber der Magierturm, der wird uns bestimmt zu schaffen machen. Jo, macht er auch. Mist. Okay, dann müssen wir hier mal einen Heil setzen. Den habe ich doof gesetzt. Mal sehen, ob es vielleicht mit Blitz klappt. Klappt das? Jo, mit Blitz hat das geklappt. Und die beiden Jungs hier unten sind das 2. Jo, die beiden Jungs machen jetzt noch die Mauer und würden jetzt auch noch das Rathaus machen. Aber ich denke mal, das spulen wir einfach mal vor. Da halte ich die Aufnahme eben mal. Ah ja, Barbaren auf Level 3 sind doch nicht so prall. Die schaffen leider doch das Rathaus hier nicht mehr. Ja, keine Zauber übrig, okay. Naja, ist nicht so schlimm, haben ganz gut hier was geholt. Und ich würde sagen, auch die machen wir in der Ausbildung gleich nochmal nach. Und dann gucken wir mal ganz aktuell in den CK rein. Jawohl, der Krieg ist zu Ende. Und das ist auch mein zweites Logo, beziehungsweise die zweite Aussage in dem Thumbnail, kampflos, ja. Also, schöner Sieg hier und wir haben eigentlich am Anfang gedacht, das wird hier nichts, denn der andere Clan, ja, erschien eigentlich relativ stark und wir hatten hier so ein bisschen Sorge, denn hier haben ganz, ganz viele den Clan verlassen. Also jetzt nicht die, die ihr hier seht, die sind nach dem CK ja rausgegangen, das seht ihr, die haben ihre Angriffe gemacht. Aber wie sie sie gemacht haben, jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Der 9. macht hier 13 und 20. Ja, oh, das ging gar nicht. Der konnte gleich gehen. Und der da oben, ja, hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ist dann auch gegangen worden. Aber hier waren ganz, ganz viele raus. Denn so ein ganz komischer Umstand hat hier plötzlich mal ganz, ganz viele Member raus. Ja, rauskatapultiert, wie auch immer. Ich möchte dazu nicht sagen, warum. Aber das Ganze hat sich dann hier normalisiert. Und letztendlich hat sich dann so ein bisschen zum Guten gewendet. Das heißt also, alle, die hier raus sind, sind hier wieder rein in den Clan und haben
ja, ihre Angriffe gemacht und sind jetzt auch wieder ganz dabei. Also die Situation hat sich hier normalisiert. Alles wieder gut hier. Und ich bleibe auch hier. Also es gibt für mich, ich war auch kurz mal raus hier. Das ist aber eine ganz andere Story. Die möchte ich hier auch gar nicht breitreten. Und das fände ich von meiner Seite dann etwas unfair. Aber der, wer ist das ja eigentlich? Chunuse heißt er. Gegen den Mark. Macht das hier eigentlich geschickt mit dieser Masse von Loons. Ja, die kriegen ja nur punktuellen Schaden hier. Der Kollege hat natürlich noch keinen Magiertum hier. Und gegen die Masse hier mit dem Heilzauber ist das hier eine gute... Ja, ich denke mal, das ist eine gute Idee, so eine Base hier so zu machen. Zumal, ihr habt das jetzt gerade gesehen, in dem ersten Kampf hier so gut wie keine Clanbuchtruppen beim Gegner drin waren. Das ist natürlich auch ein super Vorteil. Ja, du musst dich um nichts kümmern, also brauchst nicht locken. Musst keine Bogis verschwenden für irgendwelche Max-Drachen oder Baby-Drachen oder Valkyren. Also, die waren ja, ich weiß nicht, ob alle leer waren, aber hier war eine ganze Masse leer. Und wir gucken hier, wir hatten dann die Order, ja, irgendwann haben wir ja gemerkt, Mensch, die kämpfen ja gar nicht. Warum kämpfen die nicht? Ja, bis auf 4 Leute hat der gegnerische Clan sich aufgelöst und das stand schon relativ früh fest, also man konnte dann auch sehen, wenn man die gestalkt hat, die sind nicht in Partnerclan oder so und kommen alle wieder, sondern die sind wirklich alle raus. Ja, man kann jetzt auch sagen, ja, nur Level 9 Clan gegen Level 2 Clan ist sowieso unfair, aber unfair ist das nicht. Ihr kennt das aus dem True Warriors 2 Clan, da haben wir ja auch ganz lange Zeit so als Level 2, Level 3 Clan schon Level 10 Clans machen müssen und das ist halt auch je nach Base. Hier sind auch nicht so die High-End-Spieler drin. Also das ist schon eher so ein ganz relativ normaler Clan. Hier mit ein paar Neunern, mit ein paar Achtern. Ein bisschen drunter auch. Und ist ein bisschen casual hier auch. Deswegen auch Sofa-Crew. Genauso spiele ich eigentlich auch diesen Account hier. Und bin hier also nicht dauerhaft bei, sondern springe hier ab und zu mal rein. Mache ein bisschen Farmangriffe, sodass meine Bobs halt beschäftigt sind. Naja, und dann geht das hier so seinen Weg. Aber ich habe hier noch gar keinen Angriff gesehen, muss ich sagen. Und ihr seht das hier, wie hoch das eigentlich schon noch im RH7-Bereich ist hier. Und die Dörfer sind alle, naja, ne, eine Luftabwehr hier außen, eine dann da. Naja, ob das jetzt so die optimalen Dörfer sind. Naja, es ist ein Level-2-Clan und jeder Anfang ist schwer. Das wissen wir selber. Bis sich da erstmal Leute gefunden haben, die auch zueinander passen und die dann auch den Mut haben, nach so einem vermurksten CK hier, den der gegnerische Clan ja gespielt hat, noch weiterzumachen. Ist immer schwer. Und klar ist es immer etwas einfacher, wenn du natürlich zu Anfang viele Erfolge reinfährst. Und dann verlierst du mal ein Member, kriegst aber wieder welche zu. Da ist es sicherlich etwas einfacher. Das werdet ihr mir auch beipflichten. Aber hier, ja, es gab ja keine Gegenwehr. Und wenn du dann selber schon im Clankrieg siehst, oh, hier haben ja schon 3 Leute aus meinem Clan den CK verlassen. Warum nur? Und dann wären es ja auch immer weniger im Clan. Ja, kaum noch jemand da, der die Truppen spendet. Keiner macht die CBs hier voll. Und dann kannst du so einen Gegner hier natürlich ganz easy peasy mal rocken hier. Gucken wir mal, was der Doc hier gemacht hat. Ein RH9 auf RH8. Ja, wir waren letztendlich nur noch angehalten hier, jede Base mindestens einmal anzugreifen, um möglichst die EP rauszuholen. Und ja, tatsächlich hieß es, macht euch den Loot, er ist leicht. Und dann hat das hier jeder so gemacht. Ich auch. Ich habe jetzt, glaube ich, auch meine Clanburg gleich wieder gut befüllt. Also nicht meine Clanburg, sondern meine Treasury. Also diese Schatztruhe oder Schatzkiste oder Schatzclanburg, wie man es auch immer nennen will. Und ich muss mir unbedingt mal wieder die deutschen Begriffe einverleiten. Das heißt also, ich muss mal wieder so ein bisschen auf Deutsch stellen, sonst verliere ich hier die Begriffe vom Englischen ins Deutsche. Da ich ja ausschließlich die englischen Clients bespiele, liegt nach wie vor immer noch daran, dass die News immer noch anders sind als im deutschen Clan, also im deutschen Client. Da fehlen immer noch viele Übersetzungen und oder es kommen gar keine News oder sie sind halt sehr eilt teilweise im Englischen. Sind die immer top aktuell, die News? Und schön hier mit den Kobolden. Ah, das ist cool. Die gehen jetzt voll aufs Rathaus. Super gemacht hier.
Kann man auch mal machen. Ein paar Kobis dabei. Sehen zwar nicht viele Clans gerne, aber so hier im letzten End. Oh, da kommt nochmal eine Riesenbombe. Okay. Dann ziehen hier natürlich so ein Rathaus ratzfatz blank. Und schön gemacht hier, denke ich mal. Aber auch wieder die Base. Ihr habt das gesehen. Ach, das ist so mehr recht als schlecht vom Gegner. Und hier oben haben wir einen angeblich neuen Halber, hätte ich mal fast so gesagt. Ich meine, der hat nicht nur seine Infernos nicht, sondern er hat auch seinen Rest der Base nicht so wirklich gebaut. Und naja, alles grenzwertig hier gewesen in diesem CK hier. Und er fing eigentlich ja in so einem Chaos an und hat dann noch für den Clan hier ein gutes Ende gefunden. Denn vorher wurden auch hier Kriege verloren. Vier Stück am Stück, ja. Und ja, dann lässt ein bisschen die Moral zu wünschen übrig. Und so ein Haufen hier, der löst sich dann auch mal schnell aus oder wird ruhiger. Aber wir versuchen hier, ich auch, bin hier mit von der Partie, das Ganze so ein bisschen wieder, ja, so ein bisschen Schwung zu geben, ein bisschen wieder zu beleben. Denn die Leute sind in Ordnung. Und warum soll man nicht mit denen spielen, die so ein bisschen wieder auftackern, dass der Clan wieder ein bisschen aktiver wird und hier ein paar Aktive auch reinkommen. Ja, macht doch Laune, ist doch Clash of Clans, Leute. Und lasst euch von so ein paar Niederlagen nicht runterbringen. Sonst würde ich heute kein Clash mehr spielen, wenn mich das runterziehen würde. Das wisst ihr durch meine vielen Fails und auch durch unsere knappen CKs, die verloren wurden. Aber also die vier, die hier verloren wurden, das blende ich euch auch gleich gnadenlos ein. Das war nicht deutlich, das waren immer ganz, ganz enge Kisten. Also da hat schon jeder hier mitgespielt. Aber was willst du machen? Ist dann halt mal so. Und wir gucken uns hier den Triton an. Triton auf den King Warrior. Da ist nichts mit Warrior gewesen beim gegnerischen Clan, sondern das war nix. War nix. Muss man mal so sagen. Was haben wir hier noch? Oh, wir haben noch die gute alte Bauhütte. Jawohl. Hat er gut gemacht hier. Dann ziehen wir uns noch den ersten rein. Ah, nee, wir ziehen uns nicht den ersten rein, sondern wir ziehen uns hier den ersten von mir rein. Ich musste nämlich, ja, das habe ich auch als erschwert erfunden. Ich hier musste als RH6 gegen einen RH7 antreten. Der war natürlich jetzt nicht so super stark. Und er hatte keine Clanbook-Truppen. Und 14 auf 14, also wir waren angehalten. Erster auf gegenüber. Und da kriege ich natürlich jetzt die Krise. Ach ja, jeden Siebener. Und aber ihr seht das hier schon. Ich habe 3 Sterne hier gemacht. Aber wie ich die gemacht habe, war ganz, ganz kurios. Also hier, ja, das ist eigentlich auch noch nur ein Rathaus 7 und ist noch ein 6er hier. Hat schon ein bisschen Def drin. Also die paar Gebäude hat er nachgebaut. Und hat auch 2 Luftabwehren. Also es ist schon hier an der Stelle ein RH7, aber kein wirklicher RH7. Der hat hier nicht mal einen Feger. Ja, und den kriegst du schon auf RH6. Also hier erstmal rein mit dem Mauerbrecher und mit meinen ganz frischen Heilern hier rein. Und Ziel war natürlich an der Stelle, den Minenwerfer hier zu schaffen, damit meine Bogies. Ich hatte auch wieder nur Bogies mit, aber was hatte ich noch mit? Jawohl, Hox in der CB, da kommen sie peilen die Bogenschützenturm an und ah, nein, da fliegen mir 3 Stück weg, da habe ich schon die Krise gekriegt. Da habe ich gedacht, ach hey, Toto, nein, nein, nein. Aber jetzt guckt euch das mal an hier, so ein Hogrider, ne? Was der rockt? Ein bisschen Heil noch drauf, denn der kriegt jetzt auch ein bisschen Beschuss und der ist ja ganz alleine. Ja, das heißt also, im Moment ist er ja Tank und Schadenstruppe in einem. Jetzt kriegt er immer noch vom Magierturm hier. Der lässt auch nicht locker, ne, von dem Hogrider. Aber die Bomben schießen jetzt schön auf die Riesen und haben immer noch die Riesen im Fokus. Ja, und dann ist das für unseren Super Hog hier ein leichtes. Ich gehe auch richtig nah rein hier. Ich mag die ja, ne, so ein Max Hogrider. Ah, der ist schon krank. Der ist schon krank hier. Der kloppt dann eben auch noch das Rathaus nieder. Und jetzt habe ich natürlich reichlich Bogies hier zum Clearen und habe die Base hier. Ja, ich habe sie dann halt gedreisternt. Aber er ist hier unser Held hier. Er hier, der Hogrider heute. Also ein Hogrider rockt hier wirklich gut die Bude. Hat mich gefreut. Ich habe es auch erst beim zweiten Mal gesehen, habe gedacht, naja. Und habe dann gesehen, ach herrje, nee, war ja nur noch ein Hogrider. Und dann gucken wir uns hier auch die 1 auf die 1 an. Also der Soda hier auf die Nummer 1. Und auch hier sehen wir so einen angeblichen neuen Halber, ja, mit natürlich kein Infernos und der Rest der Base ist nicht der Rede wert, hätte ich fast gesagt, denn der Soda hier hat
schon 30er Helden, also 30er King, 33er Queen, hat alle Zauber, hat hier Loons und Hunde noch mit im Gepäck. Ja gut, hier unten schlummert jetzt eine Queen rum. Eine Level 7 Queen, oder was ist das hier unten? Ja. Die wird natürlich auch nicht jetzt den Loons durch die ganze Base folgen. Und er hat jetzt reichlich an Wutzaubern, das heißt, die fliegen der sowieso davon. Und da die nur Einzelschaden macht, holt die natürlich auch nicht die Masse an Loons hier runter. Also macht er an der Stelle nichts. Eilzauber hat er auch noch dabei, Giftzauber auch noch. Und wo ist er denn eigentlich gestorben? Ach, die läuft denen doch die ganze Base hinterher, aber die hat natürlich überhaupt keine Chance, jetzt vor allen Dingen gegen die Lava-Welpen. Da sie ja nur Einzelschaden macht, jetzt kommt mal eben der King noch zur Hilfe. Zack, da war es das mit der Queen. Hat er hier gut gemacht, aber wie gesagt, alles ohne Clanbook hier. Und wirklich kampflos diesen CK gewonnen. Ist auch mal so. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen hier von mir mit meinem kleinen Account. Also ihr werdet hier immer mal wieder ein bisschen was sehen, denke ich mal. Wenn ich aus diesem Clan, dann vielleicht aus anderen Clans, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich hier bleibe. Aber erstmal bin ich jetzt hier drin. Und ich habe ja nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen. Also ganz, ganz locker doch zu gewinnen. Natürlich nehme ich neue Freunde, neue Clasher hier. Und es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir hier den Sieg eingefangen haben. Denn das hatte ich euch noch vorenthalten. Das Lock hier sah nicht so gut aus. Und da kommt so ein Sieg natürlich ganz gut an der Stelle. Und ihr seht das auch hier. Ja, es ist durchwachsen. Ne? Hier hat man mal eine Serie noch mit dem Unentschieden auch noch dazwischen. Also passt schon hier. Und der Clan ist jetzt auch... Naja, 36 von 50, ein Sieg. Clan Level 9. Wir sind auf dem harten Weg zu Clan Level 10. Also, haut rein hier, ihr Recken von der Sofa Crew. Und ich bin auf jeden Fall mit dabei. Ich hoffe, ihr seid noch bei meinem Kanal mit dabei. Und ich denke mal, heute Abend, ja, jetzt haben wir schon Samstag für euch. Ist ja heute schon Samstag. Wenn ihr dieses Video seht, ich habe jetzt am Freitag, also jetzt, heute, nicht gestreamt. Ich denke mal, war nicht der richtige Zeitpunkt und nicht der richtige Ort natürlich nicht. Aber... ich hatte auch nicht so die super hyper Lust, mich auch noch am Freitag hinzusetzen. Dann machen wir lieber am Samstag mal so ein bisschen richtig dunkles Farm mit meinem RH9, mit dem Avatar, denn da soll der King ja endlich mal hochgehen. Und da müssen wir mal ein bisschen Gas geben, ein bisschen Power machen. Und das werden wir auch machen. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto, clasht.